Neue Uhr, neues Video, eine Woche am Arm. Ich habe eine neue Uhr und zwar ist das die Mühle Panova in Grau. Und deshalb gibt es heute das eine Woche am Arm Video. Du willst wissen, was ich die Woche erlebt habe? Bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, es ist wieder soweit, ein Eine-Woche-Video, eine Woche am Arm mit der Mühle Panova in Grau. Heute ist sie angekommen. Während ich spreche, zeige ich Bilder vom Unboxing. Ich habe das Auspacken natürlich auf Wunsch einiger Zuschauer gefilmt, wie ich das hoffentlich zukünftig häufiger machen werde. Die Uhr hat mich echt mega geflasht. Ich mag das Spiel von dem grauen Ziffernblatt mit dem Sonnenschliff und den orangefarbenen Indizes. Ich mag das Spiel der Strich- und Punktindizes. Ich mag die gut ablesbaren Zeiger. Ich habe die Uhr echt schon richtig, richtig in mein Herz geschlossen und bin sehr gespannt, was ihr mir am Ende des Videos in die Kommentare schreibt, was ihr von der Uhr haltet. Wir haben Mittwoch, Tag 1 und heute ist meine Panova angekommen. Das Unboxing habe ich ja schon gezeigt, zeige aber noch ein paar Bilder jetzt hier weiter, einfach weil es natürlich zum Tag 1 der Uhr gehört, wenn die Uhr ankommt. Was ich richtig klasse finde, ist, dass Mühle an das NATO Zulu, mehr nachher oder später über die Tage Video, eine richtig schöne Mühle-signierte Schließe gepackt hat. Hier könnt ihr sie am Arm sehen, wirklich gut, trägt sich gut, sitzt gut. Angenehm, aber ich werde natürlich über die Zeit auch andere Bänder probieren, weil ich glaube, dass das eine Uhr ist, die mit unterschiedlichen Bändern komplett unterschiedlich wirken kann. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Uhr über die Woche entwickelt. Aktuell bin ich wirklich Feuer und Flamme und bin richtig, richtig gespannt und freue mich wie Bolle auf die Woche. Ja, wir haben Mittwochabend. Meine Panova ist noch am Arm. Und ich wollte euch mal zeigen, wie so unser abendliches Schmusen immer abgeht hier. Das ist meine Mütti. Guck mal, Mütti. Guck mal. Ja. Ja. Und das ist so das Letzte, was wir tun, bevor wir dann uns zur Nacht bitten. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Wir haben Donnerstagmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und meine Panova von Mühle ist noch am Arm. Ja, meine eine Woche am Arm ist immer so ein kleines bisschen auch mein Versuchsfeld für neue Formate, neue Ideen, neue Aufnahmen und auch neues Equipment. So auch heute. Ich filme das hier mit meiner GoPro, die neue ist. Einfach nur um zu gucken, wie die Tonqualität ist, wie die Bildqualität ist und ob ich damit halbwegs verwackelungsfreie Bilder aus dem Auto hinbekomme. Die Panova war selbstverständlich die ganze Nacht am Arm und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die Zeiger doch so vergleichsweise schmal sind und die Leuchtpunkte relativ klein, war sie fantastisch ablesbar. Ich habe sie gegen 11 Uhr mit meiner Taschenlampe kurz angeleuchtet, wirklich nur kurz, eine Sekunde oder zwei. Und heute Morgen um 5 Uhr in völliger Finsternis war sie immer noch absolut super ablesbar. Ich bin da massiv beeindruckt von, denn es gibt Hersteller, die schaffen es, mit viel mehr Auflagefläche viel schlechtere Leuchtergebnisse zustande zu bringen. Wirklich richtig klasse. Was mich ebenfalls sehr begeistert, ist die Tatsache, dass Mühle hier farbige Strichindizes mit leuchtenden Punktindizes kombiniert hat, sodass die Uhr bei Tag und bei Nacht zwei komplett unterschiedliche Gesichter zeigt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich werde euch das heute oder über die nächsten Tage auch nochmal mit detaillierteren Aufnahmen zeigen. Wir haben Donnerstagabend, Tag 2. Wir haben 20 nach 11 und meine Mühle Panova ist noch am Arm. Aber nicht mehr an dem Band, mit dem Mühle es ausgeliefert hat. Mühle hat es mit diesem Band hier ausgeliefert. Und ich habe jetzt eines aus meiner Bänderbox dran, weil ich einfach finde, es sieht besser aus. Ich habe dann noch mit meiner Bänderbox ein bisschen gespielt, was ich euch jetzt zeige. Ja, wie gesagt, ich habe noch ein kleines bisschen in meiner Bänderkiste rumgewühlt
und habe dann auch einige Bänder gefunden, von denen ich glaube, dass sie einfach besser zu der Uhr passen. Zum Beispiel auch dieses Graue hier könnte ich mir wirklich gut an der Uhr vorstellen. Ebenso wie dieses hier, welches auf der Außenseite Holz hat und auf der Innenseite Leder. Das passt farblich, glaube ich, auch richtig gut zu der Uhr. Und wenn ich das so dran halte, das sieht doch wirklich gar nicht so schlecht aus. Aber aktuell bleibe ich, wie gesagt, bei diesem Band. Das finde ich ist der absolute Knaller. Und so möchte ich die Uhr dem nächsten Tage tragen. Ein bisschen schade ist, dass dieses Band hier an der Schließenseite ein 18er Anstoß hat, an der Uhrenseite hier ein 20er, sodass die eigentlich sehr schöne Originalschließe von Mühle da nicht mehr passt. Heute hatte ich einen ganz interessanten Tag. Ich habe mit einem Uhrenhersteller einer jungen Marke ein sehr, sehr langes Gespräch gehabt. Es ging nicht um Uhren, es ging nicht um Reviews, sondern die Marke möchte gerne einen YouTube-Auftritt starten und wollte wissen, wie ich das mache. Dann haben wir hier eine kleine Roomtour gemacht. Ich habe mein ganzes Equipment gezeigt, erklärt, wie ich es mache, warum ich es mache, worauf ich Wert lege. Fand ich mega spannend und war mal was komplett anderes. Ja, ich freue mich morgen auf den Tag. Da habe ich was Besonderes vor, habe ich meiner Frau geschenkt. Ich nehme euch natürlich mit, werde euch erzählen, was ich mache. Aber bis morgen müsst ihr euch noch gedulden. Dann bis morgen. Wir haben Freitagmorgen, kurz nach 9 und meine Mühle Panova ist noch am Arm. Ja, heute habe ich mir einen Tag freigenommen, weil ich meine Frau überraschen wollte. Ich wollte mit ihr eigentlich auf den Weihnachtsmarkt, aber dann, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Wir haben ein absolutes Ultra-Mistwetter und aus diesem Grunde werde ich dann meine Pläne etwas umswitchen und wir werden wahrscheinlich einen Binge-Viewing-Videotag im Bett machen, vielleicht frühstücken gehen und uns es auf andere Art und Weise gut gehen lassen. Wir haben Donnerstag, Tag 3, 10 vor 10 und meine Mühle Panova ist noch am Arm. Ja, Weihnachtsmarkt ist heute echt ins Wasser gefallen, das war überhaupt nicht möglich, hat geregnet wie Hund. Dafür waren wir ganz gemütlich essen, waren heute super gemütlich frühstücken, hat mir richtig Spaß gemacht, haben das total genossen, unseren freien Tag. Und kann es jedem nur empfehlen, das ab und zu mal einzustreuen, das ist wirklich gut für die Seele. Was kann ich sonst zur Uhr sagen? Also ich habe ja, wie ihr sehen könnt, das Lederband dran. Damit bin ich jetzt echt super zufrieden, finde ich, passt hervorragend zu der Uhr. Und gestern Nacht habe ich vergessen, wie ich es eigentlich regelmäßig mache, meine Uhr mit der Taschenlampe anzuleuchten. Aber das Nachtbild hat auch ohne Taschenlampe gut geklappt. Was ich euch einblende, ist eine Konserve mit Taschenlampe. Super interessantes Nachtbild und wirklich ganz, ganz anders als das Tagbild mit den Punkt-Strich-Strich-Punkt-Indizes, die ich euch hier einblende. Also ich finde es mega spannend, wie sich die Uhr von Tag hin zur Nacht verändert. Das macht die Uhr für mich wirklich spannend und ich freue mich drauf, wie sie sich die nächsten Tage bei mir am Arm so verhalten wird. Wir haben Samstagmorgen, Tag 4, meine eine Woche am Arm und meine Panova ist noch am Arm. Boah, ich habe heute Morgen sowas von verschlafen. Ich bin seit 20 Minuten wach, wir müssen dringend nach Mönchengladbach, haben den ganzen Tag voll Termine, 600 Kilometer Autofahrt, meinen Schwiegervater aus dem Pflegeheim zurück in sein Haus, damit das begutachten kann vor dem Verkauf. Richtig den Hintern voll von Arbeit. Deshalb heute nur ganz kurz Panova am Arm. Super Tag, scheiße. Bis dann, ciao. Wir haben Samstag, Tag 4 meiner eine Woche am Arm und meine Panova von Mühle ist selbstverständlich noch am Arm. Ja, ich habe diesen Tag heute hinter mich gebracht, war mega anstrengend. Insgesamt etwas über 6 Stunden auf der Autobahn.
7 Stunden mit meinem Schwiegervater, also ein richtig, richtig anstrengender Tag. Trotzdem habe ich heute noch etwas ausprobiert. Ich habe ja gesagt, das eine Woche am Arm-Format ist für mich auch oft so ein kleines bisschen ein Spielfeld, um euch mal das ein oder andere zu zeigen, auszuprobieren. Ich habe eine neue GoPro und ich habe meinen Hundegang mit der GoPro gefilmt, zusammengeschnitten. Und während ich jetzt hier rede, zeige ich euch das mal. Einfach, weil ich wissen möchte, ob solche Aufnahmen im Rahmen meiner eine Woche für euch interessant sind. Nicht nur, aber hin und wieder mal bei den Sachen, die ich mache, weil sie, glaube ich, das Ganze doch deutlich lebendiger machen. Während ihr hier hört und seht, was ich heute Abend gemacht habe, das war so 20 nach 11 ungefähr, kann ich schon mal sagen, die Panova trägt sich mega angenehm. Ich habe die heute mit unglaublich Vergnügen getragen, hat mir einen Mörderspaß gemacht und mir den ansonsten doch relativ bescheidenen, gebrauchten Tag deutlich versüßt. Insofern bin ich ultra froh, dass ich sie habe und freue mich auch auf die nächsten 3 Tage, obwohl ich weiß, dass bereits eine, wenn nicht 2 andere Uhren im Zulauf sind, also die nächste Woche am Arm quasi ansteht. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr solche GoPro-Aufnahmen, Zusammenschnitte meiner Aktivitäten im Laufe der eine Woche gerne sehen möchtet oder ob das eher stört und ihr das überflüssig findet. Wir haben Sonntag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm und meine Mühle Panova ist natürlich noch am Arm. Wir haben, wie ihr gesehen habt, 4 Uhr und das liegt daran, dass ich zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie vielen Tagen, Wochen, Monaten mal 9 Stunden am Stück geschlafen habe. Ich bin heute um 11 Uhr wach geworden. Unglaublich. Normalerweise schlafe ich 5 bis 6 Stunden die Nacht. Jetzt war es unendlich viel mehr. Wir haben das ausgenutzt, super gemütlich im Bett gefrühstückt, noch einen Film geguckt. Und daher melde ich mich erst jetzt, bin mit dem Hund raus. Das kann ich euch auch noch mal kurz einblenden. Ja, Herbst ist nicht meine Jahreszeit. November, Dezember, Januar, Februar sind für mich echt ätzende Monate. Ich liebe es, wenn es warm ist, wenn ich ohne Jacke raus kann, wenn die Sonne scheint, wenn der Wald nicht vermodert, sondern frisch riecht, wenn ich barfuß in den Schuhen oder in Schlappen durch die Gegend laufen kann und mich nicht so anziehen muss, dass ich denke, ich würde auf eine Sibirien-Expedition gehen. Wir haben jetzt hier um die 0 Grad ungefähr. Also das ist echt nicht meine Zeit. Aber die Panova, die hat mich echt über so manche dunkle Minute der letzten Tage hinweggetragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Uhr begeistert mich echt unglaublich. Vor allem der Wechsel zwischen Tag und Nacht, den finde ich total faszinierend. Ich mag die orangenen Strichindizes und die dadurch extrem gut ablesbaren kleinen runden Punktindizes und was mir halt was mir halt auch sehr gut gefällt, ist das Band, was ich dran habe. Also mit NATO-Bändern werde ich auf Dauer echt nicht glücklich, das habe ich jetzt noch mal festgestellt, aber mit diesem Lederband oder vielleicht auch anderen Lederbändern glaube ich, dass ich da meine absolute Lieblingslösung gefunden habe. Die Uhr ist übrigens auch relativ flach, wie ihr sehen könnt, trägt nicht zu hoch auf. Die Entspiegelung ist in Ordnung. Also für den Preis, insbesondere auch den Straßenpreis von 850 Euro, die ich bezahlt habe, kann ich wirklich nur zufrieden sein mit der Uhr. Und ja, morgen und übermorgen noch, dann ist meine eine Woche rum. Und ist schon die nächste im Zulauf, die Circular Pro Trail, die ich mir vor einiger Zeit schon gekauft und bestellt habe, ist jetzt versandt worden. Ich bin mega gespannt, also wird quasi eine Woche Video das nächste ablösen. Für mich ein bisschen Stress, für euch hoffentlich ganz viel Spaß. Wir haben Sonntagabend, Tag 6, meiner eine Woche am Arm und wie ihr sehen könnt, meine Mühle Panova ist immer noch mit total viel Vergnügen am Arm. Ja, also ich habe euch schon ganz viel über die Uhr erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich euch schon mal die Rückseite der Uhr in diesem Video gezeigt habe. Ich versuche das mal hier so ein bisschen einzufangen. Auf jeden Fall versuche ich das morgen nochmal bei Tageslicht etwas besser zu machen. Da der Boden geschliffen ist, ist das nicht ganz so einfach. Es ist ein vergleichsweise einfach gestalteter Boden
Um das mal genau zu erkennen, muss ich hier mal meine wunderschöne Lesebrille aufsetzen. Eine Mühle, Glas, Hütte, die üblichen Angaben. Leicht abgerundet, kann man das sehen? Ja, man kann es sehen, wirklich leicht abgerundet. Insofern wirklich angenehm am Arm. Die Hörner schmiegen sich auch ein bisschen an den Arm, sodass die Uhr insgesamt wirklich mega bequem am Arm sitzt. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, die habe ich auch im Review gar nicht so gesehen. Die Krone ist übrigens poliert, die äußere Seite der Krone. Der Rest der Uhr ist alles matt. Das finde ich einen ganz interessanten Gegenpunkt zu der Uhr. Habe ich so gar nicht bemerkt beim Review, beim genaueren Hinschauen. Erst gerade eben, als ich die abgenommen habe, hier in diesem halbdunklen Licht an meinem Schreibtisch, habe ich das bemerkt. Was habe ich heute sonst noch so gemacht? Ich habe heute über Tag meinen Sendeplan für die nächsten Wochen und Monate gemacht und tatsächlich habe ich einen Sendeplan für meine YouTube-Videos bis Mitte Januar. Das ist schon echt absolut genial. Die letzten beiden Januarwochen habe ich vor, eine kleine Pause zu machen von 2 Wochen, weil mir das ganz gut tut. Der Juli hat mir gut getan. Sonst noch was? Ach ja, eine Sache noch. Ich weiß, es gibt ein paar Messersammler unter euch. Bei mir ist ein neues Messer angekommen. Und zwar ist das ein Messer mit einem wirklich außergewöhnlichen Namen. Ein Schnitzelmesser. Schnitzel ist eigentlich bekannt für Kinderschnitzmesser. Das ist das erste Messer, was wirklich eine Erwachsenengröße hat. Klingenlänge, glaube ich, um die 11 oder knapp unter 12 cm, auf jeden Fall 42A konform. Kam richtig schön scharf an. Full Tang, absolut klasse. In einer Kydex-Scheide. Sehr schön mit einem Daumenpin obendrauf. Das ist schon die zweite Generation mit einem Dangler-System. Die erste hatte noch ein Tech-Lock. Auf einem Tech-Lock sitzt mir das Messer immer zu hoch am Gürtel. Ich habe eigentlich viel lieber entweder eine Lederschlaufe an der Scheide oder, wenn es ein Kydex oder Kunststoff ist, ein Dangler, dass ich das Messer frei bewegen kann. Wie gesagt, meine neue Errungenschaft. Ich weiß, einige von euch sind da auch ein bisschen messeraffin. Deswegen wollte ich das nur kurz erwähnt haben. Wir haben Montagmorgen 8:35 und meine Mühle Panova ist natürlich noch am Arm. Ja, ich bin nach wie vor relativ begeistert, da nicht relativ, das ist Blödsinn, sehr begeistert von der Uhr. Und was ich euch gerne bitten wollte, schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr denkt, welche Bänder noch an diese Uhr passen könnten. Ob es ein schwarzes ist mit dem grauen Blatt oder vielleicht das komplett farbiges. Schreibt mir das nochmal gerne in die Kommentare, denn ich spiele ja relativ gerne mit Bändern und hier bin ich gerade etwas fantasielos. Mich würde total interessieren, was ihr davon haltet. Ja, wo bin ich hier? Da hinten im Auto ist mein Hund. Den bringe ich jetzt zu seiner wochentäglichen Spielgruppe und ich habe mir mein morgendliches Frühstück geholt hier. Da könnt ihr das sehen. Bei mir gibt es wochentags immer im Auto Frühstück. So, heute Abend gibt es dann nochmal ein paar bessere Aufnahmen von der Uhr. Ja, Montag, Tag 6, meine eine Woche am Arm. Wir haben 4:15. Meine Panova ist noch am Arm. Ich bin auf dem Weg, meine Motte wieder aus der Huta zu holen. Also Huta, Hunde, Tagesstätte, ihre Spielgruppe. Und die Panova ist noch am Arm. Ich habe die Uhr oder ich trage die Uhr mit echt viel Spaß und viel Vergnügen. Und mit ein bisschen Glück kann ich morgen in den letzten Tag noch ein Unboxing mit reinpacken, denn es kommt morgen mit großer Wahrscheinlichkeit noch eine neue Uhr an. Die Panova ist an meinem Arm wirklich eine Uhr, auf die ich echt oft schaue. Nicht unbedingt, weil sie so laut ist und extrem auffällig, sondern weil sie eine ganze Menge feine Details hat, die ich sehr faszinierend finde. Zum Beispiel
empfinde ich es so, dass die Zeiger relativ dünn sind, also flach. Da ist nicht viel Zeiger von der Seite zu sehen. Ich habe Zeiger, die sind von der Seite deutlich dicker und mächtiger. Und die hier wirken fast papierhaft, also ganz, ganz dünn von der Seite. Und trotzdem leuchten sie die ganze Nacht, was ich echt überraschend finde. Ich versuche das mit den Zeigern heute Abend noch mal etwas besser einzufangen. Vielleicht kriege ich das hin, ohne großen Aufwand. Denn das war für mich echt eine der Überraschungen. Die Zeiger sind relativ schmal, wirken dadurch sehr lang. Das Ziffernblatt hat einen sehr steilen Reo, damit ist die Fläche des Ziffernblattes, also die plane Fläche, relativ groß für eine 40 mm Uhr. Aber die Zeiger sind jetzt nicht übermäßig groß, sie wirken nur sehr schlank, weil sie eben nicht sehr breit sind. Und dafür finde ich es erstaunlich, wie gut und wie lange die Zeiger ablesbar sind. Das ist für mich eine der Überraschungen, wie problemlos ich diese Uhr nachts ablesen kann. Da habe ich mit anderen Uhren, die rein von der Optik her viel mehr Platz für Leuchtmasse hätten, deutlich mehr Probleme. Ja, wir haben Dienstag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 5:30 und meine Mühle Panova ist noch am Arm. Am letzten Tag ist üblicherweise Zeit für ein Fazit. Bevor ich zum Fazit komme, noch ganz kurz. Heute ist die Uhr angekommen, die die nächste Woche am Arm bei mir sein wird. Und zwar handelt es sich um die Circular Pro Trail in der standardschwarzen Ausführung, also der Standardausführung mit schwarzem Ziffernblatt, ist komplett anders als die Mühle. Bin super gespannt, wie die Umstellung sein wird. Freue mich aber total drauf. Mein Unboxing-Video heute hat ein bisschen mehr Kommentare erzeugt als sonst, weil ich mich beim Unboxing ein bisschen über die Verpackung aufgeregt habe. Ich verlinke euch das gerne am Ende nochmal. Schaut es euch an. Ich habe ziemlich gelacht darüber und zum Glück hat Cornelius von Circular auch drüber gelacht. Ja, zum Fazit der Panova. Eine, wie ich finde, sehr außergewöhnliche Uhr, die mir echt viel Freude gemacht hat, die ich super gerne trage und die mit Sicherheit auch ihren ganz festen Platz in meiner Sammlung haben wird. Ich werde sie mit Sicherheit öfter tragen. Ich werde sie zu Bierzelt und legeren Anlässen tragen, aber auch wenn ich einfach nur Lust auf etwas Farbiges am Arm habe. Ja, das soweit zur Panova. Leuchtet super, trägt sich sehr angenehm und ich wiederhole nochmal meine Bitte, schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, welche Bänder ihr euch daran vorstellen könntet. Wie gesagt, mit dem Band hier bin ich aktuell ziemlich zufrieden, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr da noch mehr Ideen habt und mir gerne in die Kommentare schreibt, was es denn eurer Meinung nach genau sein sollte an dieser Uhr. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.